Ja, mein Name ist Horst Leuwer. Ich bin der Autor des Buches Lucias wunderbare Seelenreise. Ein Buch, das ich geschrieben habe, weil ich Rückführungstherapeut bin und während der Rückführungstherapien viele Klienten, viele Menschen erlebt habe, die zu mir kamen, weil sie zum Teil Angst hatten vor dem Sterben, zum Teil Angst hatten vor dem Loslassen. Also entstand dieses Buch, in dem Lucia ihre Seelenreise beschreibt, auf der sie vom Sterbeprozess bei einem Unfalltod bis hin zur Wiedergeburt alles erlebt und so beschreibt, wie es viele Seelen in ähnlicher Weise erleben. Und ich lese jetzt einfach ein paar Seiten, und zwar beginnend von da, wo Lucia auf der sogenannten Lichtebene, Zwischenebene mit einem Wesen zusammenkommt, das mit ihr schaut, was war im letzten Leben, beziehungsweise was geschieht mit den Seelen so im Grundsätzlichen. Und so lese ich etwas über die sogenannte Akasha-Chronik. Lucia kommt also an mit ihrem Schutzengel in der sogenannten Akasha-Chronik. Auch hier dauert es einen Moment, bis Lucia sich erinnert. Denn Lucia ist schon ein bisschen vergesslich. Sie braucht auf der Lichtebene immer wieder Momente, wo sozusagen das Licht aufgeht und sie erinnert sich an Vergangenes. Doch dann ist sie auch schon da, bei einem Dahingleiten in einem hellen, wolkenähnlichen Bereich, befinden sie sich vor einer riesigen Halle. Außen sieht es aus, als wäre diese Halle in einen Fels oder in einen Berg eingelassen. Innen erkennt sie wunderschöne Säulen, eine Decke wie der Nachthimmel, und dennoch ist der Raum hell und einladend. An den Wänden tauchen riesige Regale auf, gefüllt mit Büchern, Schriftrollen, geometrischen Körpern und Symbolen. War ich schon mal hier? Fragt Lucia, worauf ihr Schutzengel Andreas schallend laut lacht. Seit wir gemeinsam unterwegs sind, sicher schon über 100 Mal und vorher auch schon. Ich soll vorher schon mal hier gewesen sein, heißt das? Ja, sagt Andreas, du bist schon 971 Mal unterwegs gewesen. Und schau dich mal um, was denkst du, was das ist? All diese Bücher und Rollen zeigen deine Leben. Alles, was deine Seele an Erfahrungen gesammelt hat, steht hier. Alles ein wunderbares Werk und du hast es geschaffen. Unglaublich, sagt Lucia, das soll ich alles erlebt haben. Ja, das hast du, entgegnet ihr jemand, der plötzlich vor Lucia auftaucht. Sehr respekteinflößend, dieses Wesen. Es ist etwas größer als Lucia, hat weißes, langes Haar, ein blaues Gewand und hält einen Stock, der aussieht, als hätte er es selbst aus einem Baum geschnitzt. Zuerst schaut dieses Wesen, das wohl der Hüter ist, von dem die Meister sprachen, sehr grimmig. Doch nun lächelt er verschmitzt und strahlt jetzt eine wundervolle Wärme und Güte aus, sodass Lucia sich sofort zu Hause fühlt. Na, dann setz dich mal hin, sagt der Hüter der Akasha-Chronik. Erzähl mir, was dich zu mir führt. Lucia schaut ihn traurig an und berichtet von der missglückten Lernaufgabe mit ihrer Mutter. Na, wenn's weiter nichts ist. Sie hat dir doch verziehen, nimm dir die Aufgabe noch einmal vor und dann ist es gut. Nein, das reicht nicht, sagt Lucia. Das ist keine Wiedergutmachung, ich muss schon mehr Anstrengung auf mich nehmen. Okay, du weißt ja, die Seelen entscheiden immer frei. Wenn du dich selbst bestrafen willst, dann liegt die Entscheidung bei dir. Du möchtest dir also Karma, also Ausgleichsleben, aufladen. Überleg dir es nochmal, denn nötig wäre das nicht. Und ob? Lucia ist schon etwas bockig. Ich meine es ernst. Na gut, sagt der Hüter und bewegt beschwichtigend die Hand auf und ab. Er zieht ein riesiges Buch mit einem uralten dicken Einband und goldenen Schriftzeichen auf dem Buchdeckel aus dem Regal und legt es vor sich auf das Pult. Er schlägt es auf und blättert sehr aufmerksam durch das Buch. Schau mal, Lucia, erkennst du die Dinge, die hier stehen? Du hattest einen Seelenvertrag mit Uli, deinem Mann. Darin hattest du formuliert, dass du ihm auf alle Zeiten dienen wolltest. Den hast du in diesem Leben gelöst. Erinnere dich, als ihr an eurem Hochzeitstag gestritten habt und euch mit Tellern und Tassen beworfen habt,
hast du ihm ganz klar mitgeteilt, dass du es satt bist, ihm zu dienen. Als der Streit beigelegt war, habt ihr euch in den Arm genommen und euch verziehen und gezeigt, wie sehr ihr euch liebt. Schau, damit hast du den Vertrag gelöst. Lucia schaut in das Buch, wo die Seite mit einem fettgeschriebenen Text und einem ebenso fetten Siegel verschwindet, als löse sie sich in Luft auf. Jetzt ist sie glücklich.